Die Geschichte des Planeten Ossus ist eng mit der der Jedi verbunden. Unbestätigte Theorien zufolge handelte es sich bei dem Planeten um den Gründungsort des alten Jedi-Ordens. Er wurde auch zum ersten Hauptquartier des Ordens, wo einige der größten Jedi aller Zeiten ausgebildet wurden. Zusätzlich befand sich noch die große Jedi-Bibliothek, welche das Wissen ganzer Generationen aufbewahrte, in dem Hauptquartier. Mit dem Aufstieg Exar Kuns wurde der Planet jedoch komplett verwüstet. Es gab nur wenige Überlebende. Auch wenn es sich nur um einen Bruchteil der Bibliothek handelte, gelangten Aufzeichnungen der großen Bibliothek doch zur Exis-Station oder zu den Jedi-Archiven auf Coruscant. Im Zuge der Klonkriege geriet der Planet in die Hände von Count Dooku und seiner Handelsföderation. Nach der Schlacht von Endor allerdings kehrte der Planet in die Öffentlichkeit zurück. Während der Operation Schattenhand führte eine Prophezeiung Luke Skywalker und andere Jedi nach Ossus. Da die von Luke auf Yavin 4 eingerichtete Jedi-Akademie zerstört wurde, schlug jemand vor, auf Ossus eine neue Akademie zu gründen. In den entbehrungsreichen Tagen des Krieges gegen die mysteriöse Alien-Rasse der Yuuzhan Vong wurde der Planet weitestgehend unberührt gelassen. 36 Jahre nach der Schlacht um Yavin hatte die Akademie schließlich Gestalt angenommen. Zahlreiche junge Studenten verschiedener Spezies besuchten die Akademie, um in den Wegen der Macht ausgebildet zu werden. Diese wurde jedoch 130 Jahre nach der Schlacht um Yavin während dem Massaker von Ossus unter der Führung von Darth Cryde wieder zerstört. Das war's nun auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und wenn ihr Bock auf Star Wars Fakten habt, könnt ihr doch mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.